Wiener Charme, ein bisschen des Wiener Nörgeln und griechisch feurige Klänge, das sind die Sirdage-Schrammeln. Und sie waren wieder zu Gast beim heurigen Wolf in Neustift am Walde. Zwei Autoren waren auch zu Besuch und Bezirksvorsteher Daniel Resch ließ sich dieses Event nicht entgehen. Meistens sehr zeitig oder sehr spät am Abend, dann schreibt dann die Charlotte Ludwig. Meistens mit dem Satz, wir sehen uns morgen beim heurigen Wolf. Und es gelingt dir aber, dass du so viele Menschen zusammenbringst hier im Bezirk und das ist nämlich mehr und das ist ganz, ganz wichtig zu erwähnen, weil wir auch in einem heurigen Ort sind. Wenn Wien und Wein und Wiener Lied trifft Uso und Sirdage, wenn die Bouzouki feurig klingt, spürt sicher der Kostaki. Wenn drei Viertel in ein Ochteltakt geschmeidig sich vermischen, der Harry zur Gitarre singt, wird er weg mit Dabischen. Und los geht's, wir fangen an! Ja, so viele dieser Servus, Freundel. Ja, so viele heißt auch Freundel Bus. Wir feiern heute das große Fest der Freundschaft. Busserl heißt die Lucky, ja, Weindel heißt Krasaki. Ja, so viele abgefeuert im Bus. Was ist recht nur los? Was ist recht nur geschehen? Es sind so überfüllt die 38er Wien. Den Schaffner, den ich frag, der schwitzt vor lauter Blut und sagt mir gleich den Grund für diesen Feiertag. Den Girl auf Urlaub noch mehr, denn dort wenn's aus drum hat's weh und der Schutz so gern. Hören dann die Schrammeln und singen dazu, Kleidung beim Wein, dann die Krähen war mit Kuh. Hinter am Baum steht gut Armor und Block, fühl wir da anstühl in Wehren heute noch. Da weht groß im Winne, schaut runter auf Wien. Nehmen Sie den Alten,
der ist froh, wenn sie behalten. Ist bei Tag recht munter, er schlaft, doch macht er uns so mehr. Ja, wir sind hier im schönen Döbling, Bezirksvorsteher natürlich auch, dabei ist eine Veranstaltung, glaube ich, fast eine Pflichtsache. Ne? Ja, es ist eine Pflicht, es ist eine Ehre, dass ich dabei sein darf und es macht wirklich gute Stimmung. Also eine Sonntagsmatinee, besser kann man sich nicht vorstellen. Wenn man sich vorstellt, früher war bei jedem heurigen Musik, das hat sich leider jetzt schon ein bisschen verloren, ist, glaube ich, wiederum so ein bisschen Aufleben von dem Ganzen. Das ist nicht nur ein Aufleben, das ist ein Kulturgut. Und das wird hier in Döbling hochgehalten und deswegen bin ich sehr dankbar, dass die Charlotte Ludwig damit so viel Engagement dabei ist und man sieht es auch, es gibt ihr, der volle Garten gibt ihr recht, es funktioniert und es macht unheimlich viel Spaß. Es ist für Döbling ein wichtiger Beitrag. Ich glaube, es ist auch in Zeiten wie diesen jetzt für die Heurigen da auch ganz wichtig, dass da Leute wieder herkommen. Wirtschaftlich keine Frage, ne? Naja, ganz klar. Jetzt Corona-Zeiten ist es besonders wichtig, dass wieder Leute zu den Wirten gehen, die Betriebe unterstützen, die Döblinger Wirtschaft unterstützen. Das ist mir ein besonderes Anliegen und wie man sieht, wird es gut angenommen, Gott sei Dank. Für die Seele auch wichtig. Ja, für die Seele, also das ist ja der beste Urlaub, den man verbringen kann. Viele fahren weit weg, fliegen weit weg. Man braucht eigentlich nur in Neustift zum Heurigen gehen und ist schon im Urlaubsparadies. Genau, das will man noch mehr. Genau. Das muss drum morgen großer ist bei uns ein langer Mager, das ist gespitzt im Gesicht. Agri Spindel ist ein Znichtel und ein Blader. Na? Hat's viel Gewicht. Hallo, da rot die Ringe, ich hab in der Mosenheiten seiner Sohn. Charlotte bringt den Urlaub hier nach Döbling. Naja, das Motto der Siataki-Schrammeln ist ja Musik für den kleinen Urlaub zwischendurch. Und nachdem der Daniel Resch, der Bezirksvorsteher vom 19. Bezirk, uns so unterstützt, nicht nur als Bezirk, sondern auch persönlich, dass er herkommt und die Musik sich anhört und mit uns ist, es war ganz klar, dass wir das hier machen. Und im Übrigen nicht nur einmal, sondern wir sind am 2. August wieder da mit der Freundalwirtschaft. Da machen wir Wiener Lieder, Austropop. Magst du Austropop? Ich liebe Austropop. Bitte, musst kommen, der kommt sicher. Und Schlager. Und am 6. September, also wir wollen es immer am ersten Sonntag im Monat machen, immer Vormittag, weil das ist so eine Tradition bei uns doch, oder? Dass die Leute am Sonntag mit der Familie fortgehen, ein bisschen essen, Musik. Am 6. September kommt der Superstar des Wienerlieds, Horst Kmeler. So, zu dieser Werbesache kann man jetzt schon gar nichts mehr dazu sagen. Wunderbar. Und die Leute sollen nicht ranzen, sie sollen die Wirten unterstützen, sie sollen die Heiligen unterstützen, sie sollen die Kunst unterstützen. Und für sich selber hat man dann auch was davon. Ne? Ja, vollkommen richtig. Sie müssen die heimische Wirtschaft unterstützen, weil es wäre unwiederbringlich fort. Ja? Und das wollen wir alle nicht. Ich glaube, die Charlotte arbeitet da mit voller Energie dahinter, dass sich auch dieses Ortsbild, die Kultur, dass die Tradition da hochgehalten wird. Auch mit dem Wienerlied natürlich. Ja? Also ich freue mich auf die nächsten Veranstaltungen. Es hat wirklich einen Mehrwert für alle Beteiligten. Und du hast recht, natürlich, die Familien kommen. Und das ist ganz schön, dass man zum Mittagessen geht, beim Heurigen ums Eck. Ja? Und das macht irrsinnig viel Spaß. Das ist halt Wien. Das ist Wien. Da sage ich schon recht herzlichen Dank und wünsche noch gute Unterhaltung. Danke ebenfalls. Danke, Mann. Sich eine Freude leisten kann. Immer wieder fährt man weg und tat sie doch am selben Fleck. Man kann sagen, was man will. Schön ist euer Ringgespür. Einen Song haben wir noch, aber wir wollen uns vorher erstens einmal noch bedanken bei der lieben Irmela und beim Robert von TV21. Sie sind heute da, sie haben fast immer hier gefilmt und auch heute wieder da. Dankeschön, dass ihr diesen Sonntag wieder uns sozusagen spendet. Ja? Und da möchte ich noch dazu sagen, sie haben Katerl mit von TV21.at, also die können sich mitnehmen und dort können sie dann den Film vom heutigen Tag sehen. Wir haben gar nicht gesagt, das Film ist irgendwer mit der Freundin da und will nicht gefilmt werden, aufzählen. Wir schneiden das aus, ja? Mit kleinem Aufpreis seid ihr unkenntlich gemacht.
Übrigens, wenn wir wienerisch griechische Musik spielen, wir haben also auch hier eine wienerisch-griechische Betreuung in Form der Kellner und Kellnerinnen. Wir haben also viele Wiener hier, aber es ist auch ein Grieche hier, der heißt Konstantinos Doiser, Konstantinos Lerkos. Und das Lustige ist, dem fehlt nur ein S zum Superstar, nicht? Weil er heißt nämlich Kostas, also Konstantinos, Kostas ist ja die Abkürzung, Konstantinos Liaskos. Und er heißt Konstantinos Liakos, also es fehlt ihm nur ein S. Ja. Na gut, das letzte Lied vor der Pause, übrigens, Sie wissen nicht, Weihnachten steht vor der Tür. Was? Oder Geburtstag oder irgendein Grund, warum Sie eine CD brauchen. Es gibt CDs von mir, es gibt CDs vom Harry, es gibt Bücher von meiner Mama, den gemischten Satz mit kleinen Mundartgedichten und natürlich von unserem Bernd Moldan. Es ist übrigens noch ein Autor heute hier, und zwar der Herr Zäuner. Ist der da? Oder ist der jetzt gerade mit dem Bernd? Nein, ich glaube, der ist jetzt gerade vorhin. Ah, da ist er. Da ist er, der Herr Zäuner. Ja, Günther Zäuner. Und der Günther Zäuner hat geschrieben, wenn ich das richtig verstanden habe, Roman mit griechischen Wurzeln oder so irgendwas. Unter anderem, ja. Griechischer Roman, die Rache des Rimbetiko. Und habe auch etliche Bücher geschrieben über Wien, halbseidernes Wien. Hast du es mit? Nein. Wo kann man das kriegen? In jeder Buchhandlung. Bitte, merkt sich das. Günther Zäuner. Das ist genau auf unserer Welle, gell? Griechenland, seiderne. Schauen wir vielleicht, wo wir was zusammen. Super, ja. Danke. Opa. Hat man gehört, nur hin und da ein Flüstern voll Gefühl. Der Vater hat die Mutter geküsst, wie kann's denn anders sein? Weil schön war die Nacht, der Mond hat gelacht und feurig war der Wein. Zum Schluss schafft sich der Vater dann sein Lieblingsmusik an, die sie Tagesrammeln. So, jetzt haben wir den Herrn Bezirksvorsteher heute schon ganz schön belasten. Na, alles gut. Wir haben jetzt in Heurigenwirt, da braucht man einen Namen, der ist ja, der geht über alle Grenzen hinweg. Ist das was Herrliches, sowas zu sehen wieder? Es ist was ganz was Herrliches. Überhaupt in einer Zeit wie diesen, wo Freude wieder vermittelt wird, ist das was ganz was Schönes, wo man sagt, okay, die Leute gehen mit, sie haben wieder ein Wohlgefühl. Und das ist was ganz Besonderes, wenn man das als Heurigenwirt, wo noch der Wein auch was Natürliches, was Wichtiges ist, dass man wieder sich freut, zum Heurigen zu gehen. Als Bezirksvorsteher, wenn man so einen Betrieb hat, was macht den Heurigen Wolf so aus? Der Charme, man sieht es ja. Und die Liebe zum Detail auch hier. Wir sind jetzt hier im Rosenhof des Heurigen Wolf und da finden ganz viele Veranstaltungen statt und der hat einfach einen eigenen Charme. Man hat eine Ruhe, man hat gleich die Weinberge. Es ist einfach angenehm, hier Zeit zu verbringen. Und auch bei der Hitze, die wir jetzt haben, ja, ist man wunderbar beim wilden Wein hier in der Laube und es ist kühl. Jetzt trinkt man noch eine Flasche Wein, hol oder hoch. Es muss ja nicht das Letzte sein, hol oder hoch. Kann man schon sagen, wie der Wein wird? Das ist ja die Frage. Jedes Jahr um diese Zeit sagt jeder Winzer, es wird der beste Jahrgang aller Zeiten. Aber es schaut sehr gut aus. Die Reifeperiode ist in einem normalen Zeitpunkt drinnen. Also wir werden im Oktober lesen und der Ansatz ist sehr gut. Bis jetzt keine Schwierigkeiten, keine größeren Katastrophen, kein Hagel, kein gar nichts. Also es wird eine wunderschöne Lese werden. Ich weiß, ich mache mich jetzt unbeliebt bei den Zuschauern aus Niederösterreich, aber der Wiener Wein ist halt doch der beste. Ne? Es gibt überall gute Weine, sowohl in der Steiermark wie in Niederösterreich, aber auch die Wiener Weine, speziell der Wiener gemischte Satz, der DRC, ist jetzt unser Spitzenprodukt und ist ganz gut beim Konsumenten und wird auch gerne angenommen.
Ein guter Diplomat eigentlich. Ja, guter Diplomat, aber ich muss schon sagen, der Döblinger Wein ist schon der beste Wein. Und man wird auf alle Fälle hier in Neustift und in Döbling nie enttäuscht, wenn man einen Wein bestellt. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank und bitte ausnützen, jede freie Minute, jedes Wochenende, der Heurige braucht's. Heurige braucht's, wir sind mitten in der Natur, es gibt hier wunderschöne große Gastgärten, also es ist hier auch keine Gefahr und man kann einfach ja, mit der Seele baumeln. So soll es auch sein. Dann sage ich noch einmal Dankeschön. Danke. Grüß dich, Frau Bodentra, bin ich wieder einmal da. Was ich heute von Ihnen will, das ist Ihr Fingerspitzengefühl. Meine Haare sind so blöd, glatt als wie ein Bügelbrett. Das hängt mir zum Hals heraus, du machst schöne Schneckern draus. Und eine schöne Lauserli machen's mir, sie wissen's. Ey, und jetzt singen wir alle, bitte Herr Friseur. Bitte Herr Friseur, nehmen Sie eine Schere, machen's bissl klapp, klapp, klapp und schneiden's haben wir ab. Ich leg größtes Gewicht auf ein schönes Gesicht. Ich treff halt mein Kavalier, gemachen's was aus mir. La, 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 lauter! La, 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 ja, nix. Bravo! Hey! Super! Ich hab's im Text gemerkt. Ja, super, ist ja mit dem Parizzi so. Spiel noch schneller, ob da jetzt das rechte Bein weckt die Nachbarn, holt sie rüber, schenkt ihnen ein Gläschen ein. Rosa, Giannung und die Rondo, kecken aus der Farbe, ja. Schönen Sonntag noch. Dankeschön.